Hey Leute, was geht? Pro und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steal or No Steal. Hier ist unser Team und es ist okay von den Spielern her, aber es sieht irgendwie gar nicht geil aus, dadurch, dass immer noch keine Special Cards drin sind, beziehungsweise immer wenn wir Special Cards hatten, wir die entweder wieder verloren haben oder die noch weiter geupgradet wurden. Bronze ist ja auch noch mit dabei, Non-Rare auch noch, also da geht auf jeden Fall mehr. Wie gesagt, an sich so Spieler wie Neymar und De Bruyne sind ja keine schlechten Kicker, aber trotzdem kann man auf jeden Fall noch gut was upgraden. Die Bronze-Karten sind ja sogar auch am Performen, der Typ jedes Match mit Hattrick, fabriziert Tore, was weiß ich. Aber trotzdem will man bessere Spieler haben, weil die werden noch mehr performen. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, jeder Like ist nicer Support. Danke generell, wie Steal or No Steal dieses Jahr ankommt, macht mir richtig viel Bock, zeigt mir, dass ihr da richtig Bock dran habt und es einfach nice. Deswegen suchen wir direkt den ersten Gegner raus. Leute, bei Lootbar findet ihr günstigste FC 25 Coins, durch die ihr in FIFA endlich reich werden könnt. Die Seite ist safe, die Lieferung ist schnell, die Preise sind top. Deswegen ist es gar kein Wunder, dass die Rezensionen richtig gut sind und weltweit Top-FIFA-Content-Creator auf Lootbar vertrauen. Der Link dazu ist in der Beschreibung und mit meinem Code spart ihr nochmal dicke. Der erste Gegner ist am Start und denkt dran, dadurch, dass das Matchmaking random ist, kann alles passieren. Von Full Icon bis Full Bronze. Ey, für die aktuelle Phase von FIFA ist sein Team wirklich nicht krass. Der Winner's Prize ist eine Special Card. Endlich, nämlich die von Gold oder so. Und der Loser's Prize ist die 80er Rated Karte von Yilmaz. Der hat nämlich mehrere Positionen, die er kann. Und da ist auch eine Position bei, wo uns dicke downgraded. Da meinte das Matchmaking das vielleicht gut für uns, weil der Winner's Prize hilft uns weiter. Und ansonsten, wie gesagt, könnte was gehen. Ja, das sieht schon nach was aus hier. Zack. Ah, gut, den kriegt er noch wegverteidigt. Und Touré, und da hat er aus Versehen Doppeldreieck gedrückt. Da macht der Keeper große Faxen und das Tor frei. Und das war auch einfach die Aura von unserem guten Touré, die dafür gesorgt hat, dass direkt platzt, aber hält sie nicht schlecht. Und wieder Rashford. Und nach oben. Und abgeben. Luca. Nach dem Playerlock mit dem Ball. Einmal nochmal rein. Ja, unten. Zack. Ich glaube, lang macht er nicht mit. So, da an den Rücken von Touré, sehr gut, können wir in die Mitte ziehen. Ey, ja, so war fair. Touré, Touré, Touré. Mann, Typ, ja, okay. Ja, es war vorhersehbar, ernst. So schnelle, einfache Siege haben wir eigentlich so gut wie nie dieses Jahr, ne? Ja, okay, jetzt auch nicht, okay, er bleibt doch drin. Touré, Neymar, Rashford. Es ist kein Abseits, was ist das für ein geiler Spielzug, Mann? Okay. Und er hat wieder Start gedrückt. Eben hat er die Pause noch genutzt, um zu wechseln. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon seine dritte Pause. Also wenn er jetzt nicht quittet, dann nie. Ja, er ist raus. Wie gesagt, so schnelle, leichte Siege, weißt du, dann nur ist dieses Jahr eine riesige Rarität. Deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne mit. Okay, der Spieler, den wir gewonnen haben, der ist ja aus dem Season Pass. Deswegen habe ich den auf jeden Fall schon, Touré. Ja, ich weiß nicht, hat gefühlt 20 Tore oder so bisher gemacht. War ein cooler Spieler. Einen Platz auf der Bank hat er sich zumindest verdient. Er wird ersetzt durch eine Special Card, die auch absolut null Einsätze bei mir bisher hat. Aber zum Glück habe ich die Karte trotzdem abgegeben, irgendwo abgegeben oder. Natürlich behalte ich sowas immer. Man weiß ja nie, was passiert. Genau für solche Fälle. Und by the way, wenn der nächste Gegner ja gleich keinen Loser's Prize hat und wir verlieren, dann gibt es wieder Touré zurück. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich keine Möglichkeit geben, dass er jemals wiederkommt, außer wir wechseln ab und zu mal ein. Aber was der für Tore für uns gemacht hat, das werde ich nicht vergessen. Ey, er war auf jeden Fall dieses Jahr der offensive Star. Und dieser User, Mann, den spiele ich ja sogar bei SBBs manchmal. Der ist der defensive Star. Richtiger Macher. Okay, ab ins nächste Game. Das wird safe schwieriger jetzt. R9? 10? Packlack? Was? Wenn er R9 oder R10 hat, wer will? Das Team ist auch so crazy. Boah, sehr viele Leihkarten auch, aber ansonsten auch ein paar sehr krasse. Der Winner's Prize ist eine absolute Maschine, einer der besten Innenverteidiger im Game, nämlich Virgil van Dijk. Wenn wir verlieren, dann gibt es eine Linksverteidigerkarte mit einem 82er Rating, das ist Udogi. Okay, ab geht's. Ich sag mal so, mit Harakiri, okay, der verteidigt auch schon so richtig nervig. Kannst halt nur ZDM nach links und rechts schieben, Rest Computer lassen. Also das wird kein Match, wo wir mit Harakiri gewinnen werden. Da müssen wir richtig reinschwitzen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen auf Longshots gehen. Weil ja, anders werden wir nicht durchkommen, wenn er nur ZDM steuert. Aber so kriegen wir schon Bälle auf den Kasten dann. Sobald dann immer damit rechnet, dass wir vom Weiten schießen, dann spielen wir doch ein Pass in die Lücke und so. Wir werden da schon unsere Ideen haben. Auch kein Abseits. Ja, ist gut, alles gut. Ah, der ist auch schon im Arm Abseits jetzt. Komm, mein Gegner oben, dann lenken wir ihn vielleicht ab. Oh, wie soll ich denn durchkommen, Mann? Nee, wenn der auf den unteren geht.
Das wird so schwer, da Chancen zu kriegen. Und gleichzeitig... Wenn wir die ganze Zeit Konter fressen und da kommt alles an. So. Ja. Ja, der kommt diesmal ein bisschen besser. Okay, weiter. Ah, ist das schlecht von mir. Nächster Versuch. Mit Neymar vielleicht. Einmal über ihn rüber. Ah, das war schwach. Rashford. Jo, den hätten wir rasiert. So, Rashford gehen in der Mitte. Neymar mitnehmen. Oh, ich brauche ein bisschen mehr Support aus dem Rückraum, sag ich ehrlich. So, De Bruyne. Ah! Ja. Auch mal sowas Ekliges. Und jetzt mit Temp. Ey, nein. Oh mein Gott! Was macht der? Er geht auf. Entweder sollte das Zeitspiel sein oder wollte mich locken. Hat beides nicht geklappt. Da. Nein! Und er kommt mit dem. Ach, Bruder. Egal. Das ist nicht unmöglich hier. Außer dass sein Konto auch immer super gefährlich sind. Warum komme ich so viel über rechts, weil ich da nur Bronzekarten habe? Das ist halt ehrlich die Frage, aber irgendwie bietet sich das hier mehr an die ganze Zeit. Rashford, langsam, nochmal zurück. Langsam. Tempo. Oh. Ne, der Winkel ist zu spitzig. Brill, jetzt wirklich mal, dass ein Schuss reingeht. Ey. Nein. Torwart, bitte. Oh mein Gott, Maddi, du Legende. Einfach mal einen Lauf, mal gucken, was wir mit ihm hinbekommen. Traum wäre halt, wenn er den halbwegs gut spielt. Ja. Oh mein Gott. Also dieses Jahr ist wirklich unfassbar. Wenn das jetzt auch wieder einer ist, der unentschieden rausgeht, kann ich nicht mehr. Dann hinterfrage ich wirklich ganze Welt und alles. Okay, wir kriegen den Winner's Prize, aber nicht den richtigen Winner's Prize. Also einen anderen Spieler, der uns upgradet. Was passiert denn dieses Jahr? Ohne Witz, Community wird schlimmer und schlimmer von Jahr zu Jahr. Was ein Loser. Bei richtigen Winner's Prize kann man das nicht nennen, weil man hat ja nicht gewonnen und ach, es ist einfach nervig. Aber trotzdem, zumindest haben wir uns ein Upgrade verdient und dieses Upgrade wird die Goldkarte von Rafinha. Also man merkt, die Leute haben nur noch Spaß, wenn sie gewinnen. Sobald sie ein bisschen schlechter sind, haben sie gar keinen Bock mehr. Aber es ist meine Schuld. Ich lag zwischenzeitlich hinten. So habe ich ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben, nach einem Ausgleich zu quitten. Man darf nie hinten liegen. Man muss immer der sein, der in Führung geht. Sonst kann sowas immer passieren. Rafinha ist drin in der Mannschaft. Auch ein cooler Spieler, auch ein gutes Upgrade. Ich meine, Van Dijk hier auf der Innenverteidigerposition wäre ein kompletter Gamechanger gewesen, aber so auch gut, weil wir auch so oder so eine Bronzekarte verloren haben. Unsere rechte Seite sowieso ein bisschen tot sogar war. Konnte man schwer drüber gehen. Jetzt könnte da was gehen. Ja, es geht voran. Und wir werden so jetzt noch zwei weitere Games heute machen. Dadurch, dass zwei Leute jetzt super schnell gequittet sind. Das soll ja keine Mini-Episode werden. Deswegen zwei Games haben wir noch vor uns. Da kann noch viel passieren. Also, was geht bei dem Gegner? Wir haben, glaube ich, noch keine einzige Episode in diesem FIFA, nämlich alle Matches gewonnen haben, oder? Bro, jetzt kommt wieder unsichtbares. Es ist immer alles dabei. Es gibt keine Episode. Aber ihr meintet, die Stats sind richtig, wenn ich Pause drücke. Habt ihr letztes Mal in den Kommentaren geschrieben. Deswegen drücke ich jetzt Pause. Guck mir genau an, wen er hat. Und dann müssten das auch die richtigen Stats und Versionen sein. Rodri sieht aus, als wäre er der Beste. Und der Schlechteste ist... Das ist niemals spielt er die Goldkarte von dem. Glaubt nicht, dass das hier die richtigen sind. Aber egal, wir nehmen es trotzdem mit. Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir die Goldkarte von 91er Rated Rodri. Und da der Gegner angeblich die Gold-Non-Rare-Karte von Router Out of Position spielt, ist das auch der Loser's Prize. Ich sage, ey, das ist vorne und hinten verarscht, wenn wir das Game verlieren. Niemand, ich habe noch nicht einen gesehen, der die Gold-Non-Rare-Karte von dem gespielt hat. Der wird zu 100% die SBC spielen, aber ich kann es halt nicht beweisen, ne? Außer ich lasse den Spieler ein Tor machen und dann sieht man unten seine Karte aufploppen, aber auch eher ungerne. Naja, am Ende, wir versuchen einfach zu gewinnen und dann ist eh alles. Dann passt das. So, ab geht's. Rafinha direkt. Leider stehen wir dick im Abseits, aber gut gemacht. Schön rausgespielt. Boah, der spielt gut mit Druck. Sind wir nicht im Abseits? Ganz raus. Ja, das sieht danach eine Kombi. Nein, weil er Linksfuß ist, spielt er mit rechts so schlecht. Egal, sieht nicht schlecht aus. Nein. Oh mein Gott, diese Maddi, ne? Maschine. Oh, der war stark von ihm. Nein, Maddi. Nein, der passt weg. Der Keeper ist gestellt, gemoved. Oh, ja, okay, das war... Hat ja nicht mit gerechnet, dass er das so gut macht. Oh, wir haben den Beweis. Ich werde hier, wir müssen vielleicht nochmal später gucken, wie in dem Loser's Prize. Habt ihr es gesehen unten links? Geh. Oh, der Gegner drückt richtig viele Einzimmer hinten.
Warte mal so, jetzt habe ich ihn gebaitet oder auch nicht. Ist das schlecht? Weil ich schwöre, ich spiele heute gar nicht gut. Mann. Oh, Vorsicht. Nein, 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 nein. Hallo? Oh, ich brauche doch KDB. Der Gegner ist ja so am Lücken suchen. Und er findet Lücken. Ich kann nicht mehr. Oha. Ja, okay, es sieht jetzt so aus, als wäre ich der dümmste Mensch der Welt. Lass es mich erklären. Es war ja erstmal noch die andere Kameraansicht. Die hat ja von selbst geändert. Ich habe Pass gedrückt, als noch die erste Kameraansicht war. Bei der Ansicht habe ich so gedrückt, dass er zum Freien gegangen wäre. Auf einmal switchte sie die Kamera, so wie ich den Stick ausgerichtet habe, zielt auf einmal auf den Gegner. Und er kann den einfach reinschieben. Jetzt habe ich offiziell alles gesehen. Boah, das wird ganz schwierig jetzt. Lasst mich ehrlich liegen hier heute. Komm. Er hat gemoved sogar. Boah, hätte ich den nicht grün gemacht, er hätte den vorbeigeschossen. Kevin? Oder? Wenn den jetzt so ein bisschen, ja Mann, in den Lauf spielt. Oh, dauert das lange hier alles. Sind die alle? Ach Mann, ey. Nein, 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 nein. Ja, die Bronzekarte frisst halt ehrlich Staub, ne? Wenn da irgendwie ein bisschen was kommt. Tschüss, tschüss, chill mal, chill mal, chill mal. Nein. Boah. Immer auf letzten Drücke, jetzt schnell nach vorne. Du gibst dir nochmal einen weiter. Das ist ganz viel Platz. Das ist krass. Ich habe sogar Schuss gecancelt, um Keeper zu verarschen, im Flach in die Ecke aus 1 Meter. Nee, er holt ihn an der Luft oder was? Boah, im 16er ist halt echt krass, der Gegner. Außerhalb davon denkt man gar nicht, was der gut ist. Nein, 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 nein. Unten zu machen, unten zu machen, unten zu machen. Oh, sehr gut, Madi. Wie kriegen wir die Stürmer in Szene gesetzt? Wir sind immer genau in so einem Spot, wo die gefühlt unanspielbar sind. Sehr gut. Ja. Luca. Ganz raus. Rein. Und ins Tor. Und wir sind wieder da. Und niemals. Niemals. Niemals auf diesem Planeten. Niemals erlebe ich, was wir hier gerade erleben. Der will nur wechseln, der will Kamera ändern oder so, ich bitte dich. Er ist raus, ey, ich verliere den Glauben an die Menschheit, ich mein's ernst, er ist raus. Er war sogar ein ganz guter Spieler, so. Also ich weiß nicht, ob wir das gewonnen hätten, vielleicht hätten wir verloren, der hat wirklich schlecht gespielt, ne, aber ich verliere alles, ne, mir fällt alles aus dem Gesicht. Ich bin geschockt, wirklich, was ist das? Sobald man einmal hinten liegt, ne, wenn du den Ausgleich machst, pfiuh, Hauptsache man kriegt keinen Win, denken die sich immer. Also das hat sich so durchgesetzt in der Community, ist zu krass. Gut, dann gibt's einen Draw-Prize. Man kennt's, nämlich Balde, der trotzdem ein nices Upgrade ist, weil wir auf der Position dann noch einen Bronze haben. Das heißt, alleine Gold zu kriegen, ist schon super. Aber ist wirklich unfassbar. Ich darf nie wieder in Rückstand geraten, weil sonst passiert sowas, wenn ich das Spiel drehe. Wenn die mich rasieren würden, die würden einfach drinbleiben, würden Spaß haben. Aber sobald die merken, ich drehe, sind die weg. Ich bin so sprachlos, ne? Naja, die nächste Bronzekarte, Pata, war auch nicht schlecht. Kommt weg. Die nächste Goldkarte kommt rein, hat sogar ein 81er Rating, hat sogar gute Chemie, hat gute Links hier und da. Insgesamt 14er Chemie jetzt schon am Start. Okay. Wie gesagt, ein weiteres Match gibt es noch jetzt sowieso, weil alle drei Gegner in der ersten Halbzeit sogar gequittet sind. Das ist crazy. Ich weiß, manche von euch schreiben auch immer in den Kommentaren, wenn ihr mal quittet, war unentschieden. Das zählt als Sieg, er hat ja aufgegeben, bla. Aber ich feiere das halt ehrlich nicht so. Ich will nicht so gewinnen, ich will ganze Matches haben. Aber es gibt gar keine andere Option, ist halt so geil gemacht dieses Jahr. Dass bei Freundschaftsspielen mal gegen random Leute spielt, manche aus Elite-Division, manche aus Division 10. Ich kann diese Serie nicht woanders machen. Ich kann sie nicht in Division Rivals machen, weil da bin ich in Elite-Division. Bruder, spiele ich nur gegen E-Sportler. Also erstens, wenn ich die besiege, ist die Serie nach 2 Episoden zu Ende. Und zweitens, Bro, nicht mal der Weltmeister kann mit so einem Team gegen E-Sportler gewinnen. Sieht man ja, wenn man deren Streams guckt. Dann, ja, in Weekend League macht sowieso wenig Sinn. Das wäre fast noch die einzige Option gerade. Nee, eigentlich muss es ehrlich Freundschaftsspiele sein, was echt der perfekte Modus dafür ist. Ja, auch schon immer gewesen ist. Ich denke mir jede Woche so, wenn welche unentschieden quitten, ja, nächste Woche wird es nicht passieren. Und dann werden es einfach noch mehr. Dann machen es auf einmal sogar 2 in einer Episode und sowas. Das ist wirklich krass. Naja, wir haben noch ein weiteres Game. Und ich denke mal, in Zukunft wird es einfach, denke ich, seltener passieren. Sie, sie können mir noch vorstellen, dass sie halt jetzt quitten, weil die wissen, dass ich Bronze spiele habe und die sich dann schämen irgendwie, wenn die
wenn die von solchen Spielern, wie viel Like haben, Bro, wenn die von solchen Spielern den Ausgleichstreffer kassieren. Ich glaube, je besser unser Team wird, desto länger bleiben wir schon noch drin, weil wir noch weiter kämpfen und so. Der Winner's Prize würde unsere letzte Bronzekarte aus dem Team holen. Was wäre das für eine erfolgreiche Episode? Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir Akanji. Und wenn wir verlieren, der ist leider auch nicht geliehen, bekommen wir nämlich fürs linke Mittelfeld Doku und der wäre schon ein dickes Downgrade auf der Position. Dann wäre Neymar weg. Ja, und je besser unser Team wird, desto seltener werden wir auch eigentlich in Rückstand geraten und sowas. Normalerweise. Und natürlich auch immer auf die Gegner, weiß man nie. So, Rashford. Zack, warte, welchen Trick hat der Gegner eben gemacht? Der war crazy schwer zu verteidigen. Der ist so gut, der Trick. Leider am Ende gewann die Old da. Aha, immer direkt pressen, alle Passwege zumachen. Schade. Nein. Der kommt aber auch so rüber, als ob der FIFA kann. Kann also sein, dass wir gleich wieder hinten liegen. Ey, ernsthaft? Aber der Ball in die Mitte war crazy. Ja, halt gefühlt, jede Partie ist irgendwo schon Kampf. So. Bleibt er im Feld, bitte? Jo. Boah, wie viel Krach bei der Ballmitnahme. Oh, wie viel Krach beim Pass. Aber egal, Ecken sollten... Hä, wir haben keinen, der über 1,10 Meter ist. Was geht da in der Mitte ab? Vielleicht ist das der Bronze. Ja, dann wird er mir abgewählt, damit sie köpft, aber es sogar fast macht. Na gut. Und jetzt hat er gesehen, was wir machen. Und jetzt stellt er den Keeper dahin. Jetzt kann ich den aber noch aufs Tor drehen. Und er blockt den auf der Linie. Okay, jetzt habe ich gefühlt jede Freistoßvariante durch. Außer die kurz. Aber da geht auch dann auch keiner in die Mitte, ne? Nee. Oder doch? Langes Eck, Torwart. Nein, nicht Snapraller. Nicht so. Ii, gut. Wir kriegen echt viel zu selten Chancen. Wir haben ja kaum den Ball gefühlt. Sie muss rauf. Nee. Pff, was ein Ball. Hallo! Er holt einen Monat aus. Ist ja krass. Oh mein Gott, ist das dreckig. Aber nehme ich mit, wenn es funktioniert. Dann hör auf zu ziehen, Junge. So! Stark! Und dann kommt dann aus dem Nichts die Chance. Sauber. Neymar. Einmal nach hinten. Noch ein. Dann ist hier eine Lücke. Wenn er oben geht. Boah, ich kann eh nicht flanken, aber vielleicht kann ich irgendwas anderes Cooles machen. Neymar. Bro. Was ist das denn für ein Schuss am Ende? Der Trick war Welt. Aber der Schuss? Peinlich. Ja, Ball nicht richtig getroffen. Stark. So. Raus. Zack, was machen die Stürmer? Ja, nice. Hallo. Nicht nach hinten gehen, nach vorne gehen. Mit Grün geht da was. Oh, Mann. Was habe ich noch nicht für eine Ecke gemacht? Vielleicht funktioniert sowas hier. Funktioniert, glaube ich, echt was, Mann! Oh, Mann! Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn an den Eiern. Das ist kein Abseits. Hinter ihm lang. Yes, sir! Der gute Gold. Ja, jetzt wird er hektisch. Sehr gut. Zack, Gold ist wieder da. Er ist ja auch Linksfuß. Zack. Boah, oh, was macht er denn? Wie gut ist er? Sogar mit Rot. Ordentlich verdient, dass da reingeht. Richtig schlecht getimt von mir, weil er hat irgendwie Keeper gemoved. Das hat mich irritiert. Damit habe ich nicht gerechnet, obwohl ich eigentlich weiß, dass der Keeper moven kann. Hat er aber eine Ecke von auch schon gemacht, ne? Deswegen hätte mich das gar nicht so irritieren sollen, aber es passt. Gute Führung vor der Halbzeit. Wunderbar, wunderbar. Ist er AFK oder was? Dann kriegt er mal kurz so einen noch. Er ist wieder da. Okay, ich mache den nicht rein. Das wäre zu eklig, wenn er AFK ist, sich da durchzuspielen. Aber scheiß drauf. Solche Tore brauchen wir hier nicht. Also okay, wobei, jetzt 0-3 gestanden, hätte ich den halt safe mitgenommen, weil dann selber schuld. Aber in so einem Match, da machen wir unsere Treffer anders. So, er meldet Pause an. Wenigstens nach der Halbzeit mal. Jo, 4 Games, 4 Gegner, die, weiß nicht, hat das auch irgendwie mit TikTok zu tun, mit Aufmerksamkeitsspanne. Leute schaffen es nicht mal mehr, ein ganzes Match in FIFA zu machen. Irgendwie so nach maximal einer Halbzeit können die nicht mehr, müssen raus. Nee, zu viel des Guten. Die haben halt auf Kopf bekommen, so wie er. Sehr gut, 4-1 haben wir ihn besiegt. Perfekt. Wer war der Winner's Prize? Egal, ich guck nach und hol ihn. Tja, denn bei einem Upgrade, wenn halt es mehrere Positionen gibt, wird der rausgenommen, der niedrigeres Rating hat. Und das ist halt in dem Fall Yuzuma. Das heißt, beide unsere Stars heute weggegangen. Irgendwie eine geile Episode, aber auch eine traurige. Akanji ist direkt drin. Hat man einen Untrade, passt, kommt rein, hat auch eine Connection. 16 schmiert sogar. Alles Goldkarten, eine ist noch non-rare, aber Madi ist auch... arbeitet ja so gut hin. Gab bestimmt ein paar Szenen, die auch im Video drin waren, wo die gut verteidigt hat. Die fällt irgendwie die ganze Zeit positiv auf. Komischerweise, das waren die Matches bis heute. Team hat performt. 2 Wins.
2 Unentschieden. Keine Niederlage auch zum ersten Mal. Kann natürlich immer mal wieder passieren. Man weiß ja nie, auf wen man trifft. Aber wir haben schon mal ein akzeptables Team jetzt. Da kann man nichts sagen. Das war's dann von dieser Folge Stil und No-Stil. Ja, die eine oder andere Goldkarte und auch eine Special-Karte sind dazugekommen. Es sind aber noch nicht die High-End-End-End-Karten. Es gibt immer noch geilere Karten. Ich glaube, die teuerste Karte bei uns im Team kostet 50.000 oder so. Es ist noch dicke Luft nach oben und ich freue mich drauf, das Team die nächsten Folgen hoffentlich noch weiter zu upgraden. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, würde mich riesig freuen. Ich bin raus. Bis dann, macht's gut. Ciao.